Anspannung im Deutschen Haus in Sotschi. Und dann der große Jubel, denn Nathalie Geisenberger führt die olympische Rodeltradition fort und holt Gold nach Deutschland. Ja, das ist das Größte, was man als Sportler erreichen kann, Olympiasiegerin. Das ist mein Leben lang. Das ist bei mir jetzt noch nicht ganz oben angekommen. Das sind jetzt so kleine Schritte. Ich denke, das dauert noch ein paar Tage. Morgen die Medaillenübergabe. Ich glaube, das sind so emotionale Momente, dass ich das nicht, da kann ich, finde ich keine Worte dafür. Die 26-Jährige gewann vor 4 Jahren bereits Bronze. Jetzt nehmen die Emotionen überhand. Zahlreiche Gratulanten reihen sich ein. Der Weg zum Gold für Nathalie Geisenberger kein Zufall. Das ist ein ganz, ganz großes Puzzle. Es besteht aus den Trainern, den Physiotherapeuten, meinen Eltern, den ganzen Fans. Ich hab so viele Nachrichten in den letzten Tagen gekriegt, die mir alle Mut gemacht haben, die gesagt haben, du schaffst es. Der Schlitten läuft. Also es sind ganz, ganz großes Puzzle aus ganz, ganz vielen Teilen. Und wenn das alles zusammen stimmt, dann kann man Olympiasiegerin werden. Und das war heute der Fall. Ein bisschen mehr als 1,1 Sekunden Vorsprung sicherten den ersten Platz. Der olympische Sieg ist damit real. Ganz fassen kann es die Athletin aber noch nicht. In der letzten Kurve, da habe ich eigentlich, wollte ich schon loskreischen. Da wusste ich, dass ich bin Olympiasiegerin. Aber, zumindest den Ausdruck wusste ich dann. Aber ja, so wie gesagt, angekommen, ganz oben ist es noch nicht. Das war so ein wahnsinniges Gefühl, dass ich das noch nicht wirklich bis ganz oben hin gebracht habe.